meine Freunde. Und bin wieder unterwegs, heute nach Krakau. Der Flug vor mir geht nach Dublin. Ich revidiere gerade meine Entscheidungen. Aber ja, meine Mama hat mich zum Flughafen gefahren. Und gestern Hochzeit, also dezent müde. Dezent müde. Aber gut. Leute, Zimmer. Roomtour. Coole Decke. Ja, Lager auch gut. Schön. Hey Leute, guckt, wer wieder da ist. Hallo, servus. Eigentlich genau genommen bin ich da. Er war schon die ganze Zeit hier. Wir sind in Krakau. Und jetzt essen wir was, weil ich habe Hunger und holen uns was zu trinken. Was hast du Lust zu essen? Ich weiß nicht, eigentlich möchte ich vor allem was trinken. Ich habe eigentlich gar keine, ich möchte nicht nur Wasser. Ja, ich bin so durstig. Ich habe den ganzen Tag nichts getrunken, weil irgendwie habe ich verschlafen, als die Lufthansa uns was gebracht hat. Worüber ich mich sehr ärgere im Übrigen, weil ich habe ja extra den Lufthansa-Preis dafür gezahlt. Naja. Im Übrigen, alle sprechen Polnisch hier. Ich nicht. Matti, sprichst du Polnisch? Entschuldigung? Sprichst du Polnisch? Nur ein paar Wörter. Sag mal ein Wort auf Polnisch. Dzień dobry. Okay, fair. Das ist eigentlich zwei Wörter. Julia hat mir was beigebracht, und zwar ging das... Niemniu wie po polsku. Oh yeah, there you go. So ungefähr. Süßigkeit. Ich esse Holenderski. Habaneki. Für Leute, die das sprechen können, bitte, feel free. Und jetzt gehen wir was Richtiges essen. Du musst das auch in den Kühlschrank tun, bitte. Und guck mal, was wir haben. Und guck mal, Julia, was wir haben. Hab ich schon gegessen. Wie ist Jenny? Wir sind vorbeigelaufen. That's a cool square down there, if you want to like. Ja. Cool. Did you like this kind of like pizza? Die Leute verstehen dich nicht in dieser Sprache. Okay, ja. Yeah. Es gibt kleine schnellen Bisse. Ja. Die so eine Art von Pizza verkaufen. Aha. Und ja, also diese Gebäude hier, es gibt vielleicht 12 kleine Imbisse, die alle diese Pizza-Dinge. You know. Diese Pizza-Dinge. Ja. Yeah. Dann ist alles klar. Ja. Yeah. Ja. You get it. Ihr sicher auch. Dankeschön. Is it not clean enough Hallo already? Leute! Es ist nicht sauber genug gewesen. Okay, here. Nein. Jetzt sieht man doch gar nichts vom Schloss. Es gibt Leute, die haben keine Ahnung, wie man sowas macht. Taste Test. Was sagst du? Ich probiere das jetzt. Hübsch, 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 hübsch. Sonne untergeht hier. Und dann da. Ja, Menti schaut mich komisch an. Julian, du hast Konkurrenz bekommen. Ganz hübsch, ne? Da gehen wir morgen hin. Ja, natürlich. So, da gibt's das Stadtzentrum ist. Das Stadtzentrum? Ist da. Es ist ganz, ganz hübsch. Ganz, ja, schaut sehr hübsch aus. Viel los. Ja, ja, es gibt viel da zu tun. Gut. Ja? Sehr gut. War lang. Sieht ein gruseliges Geschäft im Block stehen und sich die gruseligen Sachen genauer anzuschauen. Die gehen fast noch. Also ich finde das da hier ehrlich gesagt deutlich gruseliger. That's the dog from Toy Story 1. What's he called? I don't know. I don't know. Sid's dog. Rex? Guten Morgen, meine Freunde. Wir haben ausgecheckt und sind jetzt auf dem Weg durch die Stadt. Wir haben relativ viel Zeug. Ich habe also Rosen mit mir rum. Ja. Guten Tag.
Servus. Willst du noch was sagen? Wir essen jetzt Frühstück. Ich krieg auch gleich Frühstück. Ich hab noch kein Frühstück. Ein Stapel Pfannkuchen, ja? Wir haben es auf den Hauptplatz. So schaut es hier aus. Hier sind sehr viele Leute. Es ist sehr heiß. Schön. Meine Blumen schauen schon ein bisschen, ach du meine Güte, sie schauen so ein bisschen unglücklich aus, sagen wir es so. Sie haben Wasser, aber ich kann ihnen nichts Gutes tun. So, da ist ein Turm. Das alte Rathaus. Ah. So, das ist einfach nur ein Teil des alten Rathauses. Aha. Und ich glaube, dass am Montag ist es kostenlos auf die Treppe zu klettern. Ja, die Treppe hochzusteigen. Okay, hochzusteigen, ja. Sollen wir uns das anschauen? Bitte. Wir haben, also, ja. Ich trage Mattis Rucksack, weil meiner schwerer ist. Dankeschön im Übrigen. Bitteschön. Und ich habe meine fette Jacke, der Matti trägt Wasser. Naja, also wir sind nicht so gut vorbereitet. Lass da gehen, das wird. Ja, ja. Und dann willst du zum ein bisschen Brot. Ja, und da will ich ein bisschen Brot. Hat. Ah, gut, dann will ich ein bisschen Brot. Hm. Hast du mal ausgeschaut? Jetzt ist nur noch dieses da. History of conflicts in the continent. You kind of like brush over a bit. You might know the names, but not. Hat uns ein cooles Café zum Mittagessen gefunden. In einer Musikschule drin. Turmmauer. Sehr hübsch, sehr traurige Blumen. Und sie haben mein Kleid für meinen Geburtstag geschickt. Das macht mich sehr glücklich. Es ist noch ein Monat hin, mal schauen, ob das noch was wird. Aber ich bin eigentlich sehr optimistisch. Ein Monat ist schön hier. Leute, wir sind an der Zugstation und fahren jetzt nach Katowice. Und wir haben Essen. Servus. Es ist tatsächlich sehr heiß heute, was ich persönlich ja sehr schön finde. Natürlich ist es so scheiße kalt war die letzte Zeit. Es ist auch schön, mal nicht zu arbeiten. So, Jenny. Betty. Wie hast du Krakau gefunden? Oder Krakau? Ich fand Krakau super. Es ist tatsächlich, ich habe jetzt nicht so viel von der Stadt gesehen, aber die Altstadt ist eigentlich voll schön. Es ist ganz gemütlich, es gibt ganz viele normale Geschäfte, voll das große Shoppingcenter. Mit Sonne ist es richtig angenehm. Es ist auch nicht ganz so viel los, nicht so touristisch. Gut, heute ist auch Montag. Ne? Aber auf jeden Fall ganz cool. Also auf jeden Fall ein Besuch wert. Aber man muss jetzt nicht so viel Zeit dafür einplanen. Ich glaube so ein, zwei Tage und dann ist gut. Dann kann man weiterfahren. Dann schauen wir uns als nächstes Katowice an. Mhm. Und dann schaue ich mir Tarnowitz an. Okay. Jetzt schaut mal mein cooles neues T-Shirt an. Servus. Oh, Matti! Die Farbe steht mir auch wirklich sehr gut. Und jetzt habe ich so eine coole Tüte, weil wir gehen jetzt einkaufen. Heute kocht der Matti, morgen koche ich. Ich mache eine Überraschung, aber es wird sehr interessant. Alle Geschäfte wie bei uns zu Hause. Mediamarkt, Action, Teddy, Rossmann, Jysk, H&M, Decathlon. Ja, alle. Alle. Jetzt, wie man sagt, du bist ein Esel. Tejastisch aus Sturben. Habe ich schon wieder kurz vergessen. Und das ist schon wieder so dreckig. Ja, wenn ich telefoniere, ist es danach so dreckig. Kannst du auch was auf Polnisch sagen? Nicht so viel, ehrlich. Eine Sache? Eine Sache. Sag Hallo auf Polnisch. Dzień dobry. Jak się masz? Weißt du, was das steht? Was hast du jetzt gesagt? Ich habe gesagt, guten Tag. Wie geht's bei dir? Mama, sag mal, ob das richtig war. Großer Einkaufsgeschäft. Oh, it's enormous. Riesig. Enormöses Einkaufsgeschäft. Aber alles auf Polnisch. Hm. Ja. Ja. Süßigkeitenabteilung und ich explodiere jetzt hier einfach mal.
Nach der Süßigkeitenabteilung. Guck mal hier, gefrorene Erdbeeren. Keine Ahnung, was das ist. Einzelner Fisch. Man kann halt genauso viel kaufen, wie man braucht. Garnelen. So cool. Ernsthaft, so cool. Bla bla bla. Einkauf erfolgreich. Himmel hübsch. Wir haben sehr viele Sachen gekauft. Geschenke mitgebracht, aber gute Geschenke, Supermarktgeschenke, ja, ja. Tour. Hallo, das bin ich. Der Matti macht mir Abendessen. Hallo. Das hier ist das Wohnzimmer. Das sind meine Blumen, die, ich weiß nicht, ob die jemals wieder glücklich werden, ehrlich gesagt. Das müssen wir noch sehen. Es gibt einen Balkon. Hier schaut so aus. Da draußen kann man Polen sehen. Er hat nicht unrecht. And this is a bedroom. And this is potatoes. What? Do you want to have a look at them? They're looking pretty good to be fair. Looked people. And this is chicken. Chicken. And I'm gonna make Zwiebelrostbraten mit Spätzle. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie man Spätzle macht. Also werden wir sehen, wie das wird. Chicken Burger. Und Kartoffeln, das habe ich geschnitten. So schön. Den Rest hat der Matti gemacht. Danke, Matti. Kein Problem. Leute, wir sind hier, da ist noch ein Strand. Da kann man baden gehen. Glaube ich. Mhm, I think so, yeah. Ja, kann man. Da fahren Autos. Nett hier. Leute, wir machen jetzt einen Süßigkeiten-Taste-Test. Mit einer Tasse Tee? Natürlich, certo. Mit welchem möchtest du anfangen, Matti? Entschuldigung? Mit welcher Süßigkeit möchtest du anfangen? Mit diesem. Warum? Das ist eine gute Frage. es sieht ja, cool aus. Gut, dann machen wir diese. Okay. Wir machen die Hälfte. Bitte schneide. Einfach in der Mitte durch. Das oh! Ich bin beeindruckt. Guck mal, meinen Blumen geht's wieder ein bisschen besser, Leute. Ja. Okay. In der Mitte, Mitte. Das ist nicht die Mitte. Oh. Aha. Okay, bereit? Bereit. Wir haben von uns beiden 3 Sterne bekommen. Jetzt essen wir Tiki-Taki. Ja, so Tiki-Taki ist eigentlich Dunkelschokolade, ja. Kann man das sagen. Kann man sagen. Für mich ist das nicht ideal. Ich bin kein großer Fan von Dunkelschokolade. Aber ja, das... Es ist nicht so viel Schokolade, glaube ich. Also ja, wir schauen mal an. Oh! Das ist Karamell oder Koffein? Ich weiß nicht. Wir müssen schauen. Kastanki? Vielversprechend. Vielversprechender Kranz. Tiki-Taki? Okay. Hallo Leute. Die Sonne scheint und wir wollen jetzt nach Katowice in die Innenstadt. Aber es kommt kein Taxifahrer. Busfahren. Ja. du hast recht. Wir können ja noch kurz warten. Der Bus ist fast genauso teuer. Fast. Fast. Das sehe ich fast nicht ein. Schauen wir mal. Katowice. Du. Hier schaut so aus. Die Häuser sind eigentlich ganz süß. Schau dir mal das größte Gebäude der Welt an. Es sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16 Stockwerke und tausende Wohnungen. Ich kann gar nicht zählen. Ich bin ein bisschen baff, weil dieses Haus so groß ist. Ich bin ein bisschen baff. Ja? Ja.
Weil das Haus, ist riesig. Ja. Ja, das Haus ist auch riesig. Hier gibt es viel, überraschenderweise. Wir laufen jetzt. Just like this kind of like a nice kind of parky area over. Da ist ein Park. Near the Spurek. Ja. Yeah. Cool. Just go get a look, yeah. Coole Aussicht. That's gotta be today. Danke für die Info. Großes Gebäude, großes rundes Gebäude. Cool. Ein Vielmann. Großmann gibt's hier auch. Alle schönen Geschäfte, die man so braucht. Musi. Ein altes Geschäft mit Blumen. Busfahrt für den heutigen Tag. Und es lief sehr gut. Mhm. Ich konnte sogar ein Ticket kaufen, das ging vorher nicht. Und ein Mädchen am Bus hat gesagt, dass ich sehr hübsch bin. Oh ja, das ist cool. Das ist doch sehr süß. Jetzt laufen wir. Und ja, ich koche heute Abendessen. Es gibt Käsespätzle aus dem Haus. Aber es ist eine Überraschung. Und wir werden sehen, wie es wird, weil ich das... Nein, keine Updates mehr. Tschüss. Es ist sehr warm. Und dreckig. Katowice, ich bin mit dem Bus gefahren. Ich habe die falsche Haltestelle gewählt. Also muss ich jetzt ein bisschen laufen. Der Matt kommt von der Arbeit. Es ist irgendwie sehr warm. So warm habe ich es dieses Jahr noch nie gehabt. Nicht mal in Italien. Also so richtig so heiße Luft und so. Eigentlich ganz cool. Ja, ich zeige euch jetzt mal hier ein bisschen wie so Autos. Hi. Also ich frage, warum der heutige Tag nicht so ereignisvoll war. Denn Matthew und ich haben beide gearbeitet. Ich aus seinem Zuhause und er in seiner Arbeit. Nicht so spannend. Ich habe auch aufgeräumt, alle Teller von Matty kaputt gemacht, weil das Regal in sich zusammengebrochen ist. Ja, und jetzt sind wir in Katowice. Wir sind hier zum polnisches Essen. Das Restaurant ist eine der berühmtesten Restaurants in der Stadt.